Maintower Studio in Frankfurt. Petra Neftel. Schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen zu Maintower Weekend. Ich finde das super, dass Sie bei uns sind. Und das hat Hessen in dieser Woche bewegt. Paloma aus Kassel ist ein Jahr alt geworden. Ihr Leben endete am Montagvormittag bei einem Wohnungsbrand in Kassel. Und auch ihr Bruder Enrico, gerade mal 4 Jahre alt, wird lebensgefährlich verletzt. Er kämpft, aber sein Zustand ist einfach nicht stabil. In der Mietswohnung der 23-jährigen Mutter und ihrer beider Kleinkinder fehlten offenbar die Rauchmelder. Wer erschlägt eine 92-jährige Frau in ihrem Zuhause? Die unfassbare Tat geschieht in der Nacht auf Montag. Am Dienstag stirbt die Seniorin. Wir konnten mit der Haushälterin von Hilde S. aus Dornburg sprechen. Und ihre Gedanken, die gehen genau in die Richtung, in die auch die Kriminalpolizei gerade fieberhaft ermittelt. Wie kam der Täter in das Haus von Hilde S.? Ließ die alte Dame und ehemalige Gastwirtin ihren Mörder selbst hinein? Elena F. aus Babenhausen hatte sich verliebt, wollte mit ihrem neuen Schwarm ein neues Leben beginnen. Doch diese Rechnung, die hatte Elena ohne ihren langjährigen Lebensgefährten gemacht. Als der 54-Jährige von ihrer neuen Liebe erfuhr, da trieb ihn nur noch ein einziger Gedanke um. Ein anderer Mann darf meine Elena nicht haben. Und wir werden natürlich weiter darüber berichten. Bärte sind wieder total angesagt und damit natürlich... 3 Zellen hat die Bundespolizei in ihrer Wache am Frankfurter Hauptbahnhof und egal an welchem Wochentag, diese Zellen sind fast jede Nacht, salopp gesagt, ausgebucht. Ausfällige, Betrunkene, Gewalttätige, nachts am Frankfurter Hauptbahnhof, da sind Geschöpfe unterwegs, denen man lieber gerne nicht begegnen würde. Wir durften eine Nacht lang Michael R. und Fabian L. von der Bundespolizei begleiten. Es ist nicht fair, es ist super ärgerlich. Die Post, die Rentner Rainer Giebel aus Wiesbaden ins Haus flatterte, die hatte es in sich. Rainer Giebel solle knapp 2000 Euro einer ganz besonderen Gebühr nachbezahlen für 42 Garagen. Aber nur eine der 42 Garagen gehört Rainer Giebel. Ein skurriler Fall, den wir uns genauer ansehen mussten. Es würde die Stadt Frankfurt ca. 80 Millionen Euro kosten, die Straßen von den zum Teil mächtigen Schlaglöchern zu befreien. 80 Millionen Euro, das ist echt eine Ansage und eine Summe, die die Stadt eben einfach nicht hat. Und so kacheln täglich Autofahrer in die Schlaglöcher hinein und machen sich damit zum Teil ihre Autos erheblich kaputt. Die Frage ist aber, wer zahlt das eigentlich? Michael war im Frankfurter Zoo eine lebende und kolossale Legende, bis das 39-jährige Flusspferd im vergangenen Jahr durch einen verschluckten Tennisball ums Leben kam. Dass ein Teil von Michael trotz seines unnötigen Todes den Frankfurtern erhalten bleibt, darum kümmert sich im Senckenberg-Museum Irina Ruf mit einer ungewöhnlichen Maßnahme. Wer Alex Toretto einen Friseur nennt, der muss Strafe zahlen. Frauen will er bei sich im Laden einfach nicht haben und dafür soll ausdrücklich geraucht werden. Und statt lauwarmen Sojalatte gibt's bei ihm ein schönes Gläschen Whisky für seine Kunden. Wer in Torettos Barbershop gerät, der muss schon ziemlich cool sein und am besten auch noch einen Bart haben. Wir haben unseren Reporter Peter Rothkranz zum Ausprobieren hingeschickt. Und das war Maintower Weekend. Jetzt kommt der Klinikcheck Hessen. Die nächsten Nachrichten aus Hessen sehen Sie dann um 19:30 in der Hessenschau. Und Maintower ist am Montag wieder für Sie da, wie immer um 18 Uhr. Ihnen ein sehr schönes Restwochenende und bis bald.